Hallo ihr Lieben und willkommen zu Tag Nummer 21. Ja, Wahnsinn. Weihnachten kommt jetzt immer näher. Es ist jetzt leider auch schon ein bisschen später, deswegen werde ich dann dieses Video mit dem morgigen zusammenschneiden. Aber hier ist es heute so stürmisch, dass die Kinder nicht so gut schlafen. Deswegen ja, hoffe ich mal, dass es morgen ein bisschen besser ist und ich dann ein bisschen mehr Ruhe habe. So, wir fangen heute an wieder mit dem Sticker-Sheet. Nummer 21. Und da haben wir hier solche Hunde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich mehr der Katzenmensch bin. Aber gut, da werde ich mal gucken. Und wenn, also an sich ist es echt süß, aber wie gesagt, also ich weiß jetzt noch nicht so, wo ich jetzt was mit Hunden verbrauchen kann. Und dann mal gucken. Vielleicht findet sich ja auch jemand, dem das gefällt. Und ja, das ist tatsächlich das erste Sticker-Sheet, glaube ich, wo ich der Meinung bin, dass es schwierig ist für mich, das einzusetzen. Ja, weil ich halt einfach nicht so der Hundemensch bin. Aber gut. Ja, dann machen wir weiter mit Kreativ Bunt, dass es heute so ein längliches. Ja, das könnten halt Sticker zum Beispiel sein. Ich weiß es aber nicht. Ich hatte tatsächlich recht. Ja, das sind solche Outline-Sticker. Ich weiß nicht, ein Set oder? Steht da irgendwas? Guck einfach mal rein. Ja. Ein Set. Naja, das also hier, Happy Birthday, Birthday Wishes und halt sowas alles. Ja, solche benutze ich eigentlich ganz gerne, deswegen ist das bei mir gut aufgehoben. Jetzt mache ich weiter mit dem von meiner Schwester, weil das ist irgendwie schon aufgegangen, auch wenn ich ihn nicht reingewünscht habe. Erstmal den Ding hier. Und, oh ja, das ist wieder vollgepackt. So, ja, das war wieder so ein Fall. Ja, wie gesagt, ist sehr vollgepackt. Ich ziehe jetzt einfach mal nach und nach raus. Da haben wir hier als erstes solche coolen gefrosteten Perlen. Waren das die, die auch schon in den Boxen drin waren? Das sieht so leer aus irgendwie in dieser Dose. Kann natürlich sein, kann auch nicht sein, keine Ahnung. Ja, die sind jedenfalls von Sostrene Grene in verschiedenen Größen. Das ist ganz cool. Ja, sehr schön. Steht auch drauf, ob das Glasperlen sind. Ich packe die mal kurz aus. Heute bin ich in Auspacklaune. Ich glaube, die sind einfach nur aus Plastik oder Acryl. Halt wieder. Aber gleichzeitig so. Könnte auch Glas sein, ich weiß es nicht. Aber sie sind relativ leicht für Glas. Aber wenn die so aneinander knallen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es klingt halt eher nach Glas. Naja, wer weiß. Sie sind trotzdem schön, egal was es ist. So, dann haben wir hier ein Washi-Tape mit Knochen. Ich bin mal auf das Set gespannt. Dann haben wir hier eins mit Dreiecken. Und eins mit Dinos. Das ist ja cool. Ja, ich schätze mal, das ist das Dreier-Set dann. Ja, Dinos habe ich auch noch nicht als
Washi-Tape-Set. Das ist richtig cool für mein Journal, für meinen Sohn. Ja, aber ich glaube, darüber hatten wir auch schon geredet, ne, Kerstin? Also, du hattest sowas angedeutet. Dann haben wir hier, oh, Dresdner Essenz. Welche Sorte ist denn das? Mit Toffee-Duft. Cool. Oh ja, das riecht gut. Ich glaube, die hatte ich schon gesehen und da wollte ich mir auch unbedingt noch eins von holen. Und jetzt ist eins in der Adventskalender. Das passt sich sehr gut. So, dann haben wir hier Craft Beads. Also auch nochmal Rokai-Perlen. Auch mit so einer Perlschnur gleich dabei. Sehr cool. Und dann haben wir noch anscheinend noch ein Washi-Set drin und damit ist die Tüte dann leer. Und da haben wir hier, das ist hier eine bunte Mischung. Also einmal hier so eine Autos, finde ich auch cool. Ich habe, glaube ich, noch kein Tape mit Autos. Dann hier mit so Fliegen, Schleifen. Ich sag mal Schleifen, weil Schleifen mag ich mehr als Fliegen. Und ja, so Wasserbälle, finde ich auch cool, so zum Thema Sommer. Ja, sehr schön. Und dann kommen wir zu dem Päckchen von der lieben Steffi. Heute jetzt das letzte Mal in der Stadt, um meiner Tochter die Haare zu schneiden. Und es gibt da tatsächlich Leute, die jetzt noch auf der Suche für wirklich enge Verwandte nach Weihnachtsgeschenken sind. Das finde ich schon krass. Also ich kann verstehen, wenn man noch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung vielleicht mitnehmen möchte, aber dass man jetzt tatsächlich noch Geschenke sucht, ist echt übel. Also jetzt nicht für irgendwen, der jetzt kurzfristig angekündigt hat, dass er ein Geschenk kauft, sondern halt wirklich sowas für sowas wie Mutter, Vater oder so. Was ist das? Ich glaube, das sind Lesezeichen. Aber wir gucken einfach mal rein. Wie gesagt, ich bin heute in Reinguck-Laune. Sind Lesezeichen mit japanischen Motiven. Ich gehe jetzt nicht in jedes einzelne mit euch durch, sondern nur mal so grob halt. Sehr schöne Motive dabei. Ja, die werde ich auf alle Fälle auch gut verbasteln können. Und damit sage ich dann bis morgen. So, willkommen zu Tag 22. Ja, wie gesagt, ich werde das an das Video von Tag 21 mit dranhängen. Eigentlich wäre ja heute Abend ein anderes Video von mir online gekommen, aber dadurch, dass ich halt so viel krank war und die Kinder so viel krank waren, ja, musste das jetzt einfach mal ausfallen. Ich werde heute wahrscheinlich noch hochladen, dass dann morgen das Hobonichi-Video online kommt. Also ich packe ja mit euch immer die diese Sticker-Kits aus und mache dann eine Seite in Hobonichi und dadurch, dass ich jetzt momentan da so viel nachhole, ja, habt ihr da dann noch ein bisschen was zu sehen. Mal gucken, wenn ich da alles aufgeholt habe, was dann draus wird. ob ich die Serie weiterführe mit Nicht-Sticker-Kits oder mal schauen. Ja, jedenfalls Tag 22.
noch zweimal schlafen, dann ist Weihnachten da. Hier sind so eine Vögel drin. Ja. Ganz schlicht halt. Aber es muss auch nicht mehr sein für mich. Die kann man überall mit unterbringen. Sehr, sehr schön. Dann Kreativbund. Ich weiß nicht, da könnte wieder eine Stanze drin sein. Eine Thank You Stanze. Ich mag zwar eigentlich lieber deutsche Sprüche, aber ja, auch Thank You kann man ja benutzen bei Leuten, die des Deutschen mächtig sind. Wobei ich allgemein nicht so viele Dankeskarten mache. Aber naja, vielleicht mache ich ja welche für den Shop oder so. Dann ist sowas ganz praktisch, weil ich habe ja auch ausländische Kunden. So, dann, weil es gerade vor mir liegt, das von meiner Schwester. Tatsächlich habe ich gesehen, dass die Nummer 23 von meiner Schwester schon offen ist. Also die Rückseite ist irgendwie aufgegangen. Und ja. Deswegen werde ich wahrscheinlich morgen das als erstes öffnen, einfach weil man halt schon komplett reingucken könnte, wenn man wollte. Also ich habe mich jetzt davon abgehalten, auch wenn ich fast das Päckchen genommen hätte, weil ich dachte, es wäre die 22. Aber ja, es ist halt erst morgen dran. Da haben wir einen Manga. Ja, Band 11 von Yamada Kun and the Seven Witches. Das ist tatsächlich eine Serie, die ich sehr gerne lese, aber irgendwann aus den Augen verloren habe, sie weiterzusammeln. Ihr seht das gar nicht. Ja. Deswegen freue ich mich darüber sehr. Und ja, die kommt in mein Manga-Regal. Dann haben wir hier einmal solche Quasten, wie ich ja schon meinte, die kann ich immer gebrauchen. Und solche Holzsticker hier mit so Filmstreifen und einer Kamera. Sehr, sehr cool. So, und dann haben wir hier das von Struppi. Das ist heute ganz schön groß. Da hängt hier auch noch so ein kleines mit dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich zu diesem Türchen dazugehört. Es hing halt jetzt relativ lose irgendwie dran. Aber ich packe es halt jetzt einfach mit aus, weil ich weiß jetzt nicht, zu welchem es sonst hätte gehören können. Und wenn, dann hätte es wahrscheinlich eher zu einem der vorherigen Päckchen gepasst. Das bringt mich gerade an meine Grenzen. Hier haben wir einen kleinen Drachen. Star. Mowgli. Also es ist jetzt nicht der Drache von Sumiko Kurashi, der sieht anders aus irgendwie. Aber der ist auch süß.
Das sind hier so eine Sticker-Fakes. Also ich schätze mal, dass es die Motive halt auch sind, die da drin sind. Und dann befreie ich mal das Päckchen hier von der Schnur. Da haben wir eine Panda-Spardose. Die ist ja süß. Habe ich noch nie gesehen. Und anscheinend sind da solche Jellies. Oh ja. Da sind so eine Jelly Beans drin. Sehr cool. Dann kann man das hier noch so weiter als Spardose verwenden. Das ist echt niedlich. Wird das meine bisherige Spardose im Bastelzimmer ablösen. Ich habe hier nämlich eine, in der sammle ich immer sozusagen meine Einnahmen von, so Leuten, die halt hier zu Hause vorbeikommen und irgendwas von mir kaufen. Also meistens halt betrifft das dann meine Familie. Und aber die Spardose, die ich habe, das ist so ein kleiner Totoro, der ist irgendwie etwas begrenzt vom Platz her. Und jetzt hat er halt dann einen Kumpel. Dann danke ich für das heutige Türchen und bis morgen.